Der Mann mit den großen orangen Händen ist wieder da, diesmal mit Mikrofon. Nachdem ich die letzten zwei Videos das Mikrofon aus dem Bild gedreht hatte und hatte vergessen, es wieder zurückzudrehen, passe ich jetzt jedes Mal ganz genau auf. Da ist es, das, was leuchtet, was unnötigerweise leuchtet. Ich hätte es gern gehabt in unleuchtend, aber es gibt es nur in leuchtend. Diana 25D. Ja, da gibt's verschiedene. Ah, hallo übrigens, ne? Weil ich weiß ja, ihr seht mich nicht richtig, deswegen. Hallo, ich einfach mal eben ins Bild. Es gibt verschiedene hiervon. Das Modell 25, das wird seit, ich weiß nicht, 1 Milliarde Jahren ungefähr produziert, also auch schon in den 30er Jahren. Der wesentliche Unterschied ist, in den 30er Jahren gab es keine Prismenschiene für Zielfernrohr und es gab auch keinen Korntunnel. Da stand das Korn noch frei. Das Zielfernrohr hier drauf war schon hier drauf, als ich es gebraucht gekauft habe. Und deswegen lasse ich es drauf, weil gefällt mir soweit ganz gut. Es ist nicht perfekt, weil es kein 10 Meter Zielfernrohr ist. Man kann es natürlich vorne, ihr kennt die Nummer, ne? Abschrauben, verdrehen und so weiter. Vielleicht ersetze ich es irgendwann durch was Besseres, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich im Moment eine Menge Spaß mit dem kleinen Ding. Es ist eigentlich, also wofür, ihr wollt als erstes mal den Preis wissen. Ich habe es bekommen für 102 euronische Goldrandtaler inklusive Zielfernrohr. Wenn man bedenkt, dass man, wenn man dieses Zielfernrohr einzeln kaufen würde, dann liegt man bei 50 bis 70 Euro für diese Röhre. Was gar nicht so einfach ist, weil meistens kriegt man das Ding nur als Dreingabe zu irgendwelchen anderen Gewehren, damit man es so als Kombo verkauft. Also so gesehen war das ein Schnäppchen. Ja, und falls ich es eines Tages wieder bei IGAN verkaufen sollte, das gilt übrigens für alle anderen Knarren auch, die ich bei IGAN verhökere, für den Preis kriegt ihr es bei mir im Zweifel nicht, weil das sind schon so Glückstage, die passieren. Wenn ihr es doch so billig kriegt oder billiger habt, ihr richtig Schwein gehabt. Ja, gut, so ist das halt. Ne? Ich fange immer mit 1 Euro an, weil auf die Art pendelt sich der Endpreis ganz von selber ein. Ja, das ist das 25D, das ist produziert worden von, in dieser Variante weiß ich nicht. Dieses hier, Diana, stanzt ja praktischerweise die Produktionsdaten links hinten auf der Hülse ein, ist von 1178. Das heißt, das gute Stück ist man gerade erst 22, 32, 35 Jahre alt. Ich muss sagen, ich finde das ganz okay. Ich habe das Ding über eine Kroni gejagt, über diesen Radar-Kroni. Da kam dann raus so bei 5 Joule ungefähr, ne? Zwischen 4,8 und 5,2, also Schnitt 5 Joule. Mündungsgeschwindigkeit so bei 150 Meter pro Sekunde. Ja, das ist relativ egal, ehrlich gesagt. Wichtig ist das hier. Ja, die Plempe trifft. Also dafür, dass das Ding 35 Jahre auf dem Buckel hat und kein Wettkampfluftgewehr ist, trifft es. Mit, was habe ich denn benutzt? Ich glaube, diese Edeldiabolos, diese teuren, die so einzeln sortiert waren. Ich ballere aber noch ein paar Normal-Diabolos dadurch, so die ganz billigen, und mache dann noch ein extra Video, um zu beweisen, dass, ich sag mal, wenn man Zehntelringe versucht zu kriegen, ne? Wenn es um Zehntelringe geht, dann macht es einen Unterschied, aber so als Zuhause-Ballerer, dass nun die edlen Meisterkugeln sind oder der Bleimüll, der so aus der Pulvermühle übrig bleibt. So, ja, wir haben wieder mal einen stinknormalen Knicker vor uns. Über Knicklaufgewehre lässt sich nicht so wahnsinnig viel sagen. Klack. Ja, das ist halt ein Klack. Das macht auch Klack. Es ist relativ klein. Ne? Also man merkt schon, da könnte mehr Fleisch dran sein. Das gleicht sich aus, an mir ist mehr Fleisch dran. Das hängt damit zusammen, wenn man alte Werbeprospekte aus den 30ern durchguckt, und das habe ich gemacht, dann steht da immer was von Jugendgewehr. Das waren so die Zeiten, als irgendwelche Mündungsgeschwindigkeits- oder Energiebeschränkungen oder völliger Kokolores waren, das waren Kindergewehre bzw. für Jugendliche. Ne, von 18 Jahren war damals auch noch nicht die Rede. Das kam dann irgendwann so, ich weiß nicht, es muss in den 60ern, 70ern gekommen sein. In den 70ern kam ja dann der Erlass von wegen, alles am 18, alles gefährlich, Wahnsinn, Mord, Totschlag. Und seither haben wir auch die unselige 7,5-Joule-Grenze, mit der wir uns rumärgern müssen. Ja, ich glaube gar nicht, dass hier jemand das Ding zu auffällig harmlos gemacht hat. Ich glaube eher, dass eine 35 Jahre alte Feder haut halt nicht mehr zu wie am ersten Tage. Und ich werde da auch nichts dran ändern, weil solange die so schießt,
Ist mir das völlig egal. Schnell noch einen, wie soll ich sagen, einen Eindruck, bevor ich zu ein bisschen Details komme. Mein Eindruck ist, ich wollte ja einen 0815-Knicker haben, der dauerhaft dann bei mir bleibt. Und momentan habe ich die Stöger RX5 und dieses Ding hier. Und momentan, wenn ich jetzt mich auf der Stelle entscheiden müsste, würde das hier bleiben. Ich werde nochmal die andere Knifte zur Hand nehmen, ein bisschen rumballern, mich dann in Ruhe entscheiden. Aber so im Großen und Ganzen, die ist kleiner als die Stöger, hat weniger Bums als die Stöger, aber sie ist irgendwie so herrlich unkompliziert. Es gibt schon mal keine, wie auch immer geartete, automatische oder sonst wie vorhandene Sicherung. Das ist ein großes Plus. So nach den ersten 1000 Schuss mag man automatische Sicherung überhaupt nicht mehr, weil sie so sinnlos und so lästig sind. Was einem natürlich auffällt, zum Beispiel, es gibt hier keine vernünftige Anschlagkappe. Ne? Das ist einfach Holz mit Rillern drin. Was war noch dieser Knopf? Ach, das ist ein Wegstellknopf, ne, damit sie nicht rutscht, wenn man sie an der Wand lehnt. Man lehnt Gewehre nicht an die Wand, jedenfalls nicht ohne externe Stützen, weil die kippen immer um. Gewehre haben die Eigenschaft umzukippen, wenn man sie an die Wand lehnt. Also lehnt sie nicht an die Wand. Packt sie auf den Ständer oder wenn da irgendwie so zwei Hölzchen sind, die das Umkippen verhindern, könnt ihr es da reinstellen. Naja, hier haben sie wenigstens dafür gesorgt, dass der Kolben nicht einfach unten wegrutscht, von wegen Holz auf Holzparkett oder so. Ne? Das geht meistens schief. Was haben wir? Wir haben hier eine Visierung aus der guten alten Zeit. Ich würde sagen, da ist alles noch Metall verstiftet und vernietet, in Höhe und Seite verstellbar. Wie nennt man eigentlich diese Art Visierung? Ich weiß, die Visierung, wo man was verschiebt, das nennt man Kurvenvisier, weil man es meistens über eine Metallkurve höher und tiefer stellt. Das ist einfach schraubbar in alle Richtungen. Das Korn ist getunnelt und jetzt kommt's. Ich weiß, ich zeige wieder mit dem Lauf einer Flinte auf euch, aber ihr seid ja nur eine Kamera, ihr seid ja gar nicht da. Da ist doch tatsächlich noch ein altes Dachkorn drin. Ne? Also spitz, nicht ein viereckiges Korn, sondern ein spitzes Dachkorn ist da noch drin. Es gibt eine weitere Variante hiervon, die kurz hier nach sein muss. Ich glaube, die ist im Katalog von 1979, ist schon die Folgevariante drin. Und die hat einen leicht nach eckig vorne verlaufenden, also so ein 70er-Jahre-Design halt, ne, wie man das so kennt. Die hat wahrscheinlich dann auch schon ein Balkenkorn, sprich ein rechteckiges Korn, habe ich aber nicht nachgeguckt, konnte ich nicht kontrollieren. Und ich glaube auch, der Abzugsbügel hat sich etwas verändert. Wir haben also hier ein Jugendluftgewehr aus den späten 70ern. Und wir haben hier ein Loch im Abzugsbügel, das meistens ein gutes Zeichen. Und wir haben gleich zwei Schrauben. Ich hoffe, ich kann sie euch jetzt zeigen. Ihr wisst, der Monitor steht hier unten, deswegen gucke ich nicht in die Kamera. Das sind also zwei Schrauben. Soweit ich weiß, ich bin mir nicht ganz sicher, aber soweit ich weiß, ist nur die eine der beiden Schrauben dazu da, den Abzugswiderstand zu verändern. Und die zweite ist nur zum Kontern, also zum Feststellen dieser ersten Schraube, damit sie sich nicht losvibriert. Es gibt also keine hochkomplizierten Einstellvorrichtungen dafür. Auf jeden Fall in der Preisklasse ein einstellbarer Druckpunkt schon mal toll. Es gibt noch eine Variante, also praktisch genau aus derselben Ecke, die hat dann noch einen hochwertigen Druckpunktabzug. Bei dem hier merkt man schon, er kratzt ein bisschen, aber dann kommt es auch sehr angenehm. Ich muss sagen, für einen schlichten Abzug ist das ein sehr guter, schlichter Abzug. Also man macht mit einer 25D nichts falsch. Das Abzugszüngel ist aus Blech, das ist gewölbt, ist ein U-Profil sozusagen. Der Abzugsbügel ist übrigens auch tatsächlich aus Metall. Ist ja etwas, was man auch nicht mehr gar so oft sieht. Ansonsten, das war irgendwann mal ein billiges Luftgewehr. Und da ich es für wenig Geld gekriegt habe, ist es tatsächlich ein billiges Luftgewehr, zumindest was mich betrifft. Aber es macht Spaß. Das ist so ein ganz unkomplizierter Knicker. Ne? Knick, Diabolo rein, peng, weg das Ding. Was will man mehr? Es macht Löcher. Ja, es ist, Gott, durch das Alter, ne? Durch den Zahn der Zeit hat er nicht mehr ganz so viel Bums, wie als er neu war. F-Zeichen ist ja drauf, deswegen weiß man, es kann also nicht vor 1970 gewesen sein. Das Datum mittendrin hilft natürlich bei der Altersbestimmung. Und nun, was soll ich noch dazu sagen? Da gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Ich sehe mal zu, also es hängt immer davon ab, was Egan so für günstige Gelegenheiten für mich bereithält. Ich sehe mal zu, ob ich nicht noch eine Diana 27 kriege. Das ist nämlich praktisch dasselbe, aber alles irgendwie eine Nummer größer. Im Katalog steht, dass der einzige Unterschied darin besteht, dass da der Druckzylinder ein bisschen größer ist.
Das heißt also, da soll mehr Bums drin sein. Für mich wäre entscheidend, der Kolben vielleicht ein bisschen länger. Aber es wäre nicht entscheidend, ganz ehrlich. Also eine Diana 27 nehme ich mit, wenn sich das wirklich preislich interessant lohnt. Das ist schwer zu toppen, ne? Also dieses Ding inklusive Zielfernrohr, wie man da preislich jetzt noch drunter kommen soll, weiß ich echt nicht. Da habe ich einfach Schwein gehabt. Wahrscheinlich haben die ganzen Sammler schon ein 25D gehabt. Und dann ist das eben so. Wie gesagt, es gibt verschiedene Varianten. Es kommt auch immer darauf an, was gerade angeboten wird. Ich mag diese Bauzeit, ne, die so kurz nach 1970 herum ist, weil damals war noch Qualität. Na, was man heute kriegt unter dem Namen Diana, ist größtenteils übelster China-Schrott. Es gibt, das weiß ich allerdings, es gibt tatsächlich Gewehre, die auch, naja, heute noch, ne, die sind relativ modern, die noch von Diana gebaut wurden, höchstpersönlich. Aber die kosten leider auch entsprechendes Geld. Und zwar weit jenseits dessen, was ich bereit bin, für noch ein Luftgewehr auszugeben. Ja, würde ich sagen, dabei können wir es eigentlich auch lassen. Das ist gut Kauf gewesen. Und ich weiß noch nicht, ob ich nicht einfach den Korntunnel, den kann man hier mit einer einzigen Schraube einfach abnehmen. Und dasselbe gilt für die Visierung. Ob ich die nicht einfach runter mache. Obwohl, die Visierung, sehe ich gerade, ist sie verstiftet. Ja, da ist ein Buckel davor. Das ist keine Schraube. Ah, hier ein winzig kleiner Sprengring. Da muss also wohl ein kleiner Bolzen rausgenommen werden. Ich guck einfach mal. Ich finde immer, wenn man das Ding schon mal irgendwo auf den Ständer stellen soll, dann ist so ein Buckel vorne am Lauf ganz hilfreich, damit es eben nicht umkippt. Ja, dann würde ich sagen, das war's eigentlich schon wieder. Na, das ist hier so mein Signature-Move, ist auf irgendwelchen Gewehren rumzupatschen. Da würde ich sagen, danke ich euch wieder mal auf das Schärfste für eure Engelsgeduld und ihr dürft mir damit danken, dass ich mir überhaupt die ganze Mühe mache. Das könnt ihr übrigens, indem ihr zum Beispiel auf Like klickt. Like ist nämlich irgendwie immer wichtig. Das ist so die Währung bei YouTube. Ihr könnt auch da den ganzen Kanal abonnieren, wäre natürlich noch besser. Aber Like ist schon mal ein richtig guter Anfang. So, vielen Dank und das sagt wieder mal, der Mann, der seine Kamera neuerdings ganz alleine mit dem Touchpad ausmachen kann.